Moin. Heute gibt's mal wieder einen neuen Teil des LEGO Powered Up Programmier-Tutorials, das man auch für LEGO Boost und LEGO Control Plus und so benutzen kann. Und für den heutigen Teil braucht man entweder einen LEGO Boost oder einen Control Plus Hub. Und zwar nicht mehr. Man sieht auch schon, ich habe auch selber nur so einen Hub. Und da geht nichts dran angeschlossen oder so. Und heute ist ja wieder Montag, das heißt, wir wollen so ein bisschen was machen oder was programmieren, was vielleicht unter bestimmten Umständen helfen kann, Menschen oder so. Vielleicht in der Krise, bei der Pandemie oder so. Und das heutige ist jetzt nicht, was das konkret mit Corona zu tun hat, aber vielleicht trotzdem mal helfen kann. Und zwar möchte ich einfach mal oder wollen wir einfach mal einen Roboter machen oder ein Programm schreiben, sodass der Hub die Farbe wechselt und dass es ein Geräusch gibt, wenn die Person umkippt, die den Hub trägt. Also dann kann man den zum Beispiel in der Tasche tragen und wenn man dann umkippt, weil man einen Schwächeanfall hat oder so, dann wird eben aufmerksam gemacht. Natürlich wäre es ein bisschen effektiver, wenn man noch irgendwie blinken würde mit der LED. Das kann man dann aber selber einprogrammieren. Oder wenn man eben auch automatisch Notruf oder sowas machen würde, aber das geht ja mit den Sachen nicht. Und das ist ja auch eher so ein Proof of Concept. Aber ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an. Und wenn wir hier durch die orangene Kategorie streifen, dann finden wir schon, dass es hier so einen Block gibt, wo man die Lage von dem Hub herausfinden kann. Dieser Block funktioniert allerdings nur mit dem Boost Hub und nicht mit dem Control Plus Hub, den ich heute benutze. Also mit dem Boost Hub kann man einfach das hier benutzen zum Auslösen und dann wird eben das Programm ausgelöst, sobald er in der Lage ist. Aber das kann ich nicht machen, weil ich eben den Control Plus Hub benutze und damit geht unter anderem dieser Block hier, um die Position zu erkennen. Man sieht schon, der ist bei minus 4100 irgendwas. Und wenn ich den Hub ein bisschen bewege, dann wird die Zahl größer, bis es teilweise sogar positive Zahlen gibt, wenn er liegt. Und genau das werde ich auch als Kriterium benutzen. Eben gucken, ob die Zahl hier positiv oder negativ ist. Und wenn die positiv ist, dann können wir ein Alarmsignal machen. Das Programm heute ist übrigens nicht so anspruchsvoll wie vielleicht die anderen Programme. Aber ich finde es trotzdem mal wert, dass man mal guckt, wie das Ganze ist. Und das muss auch nicht immer schwierig sein. Und jetzt könnte man natürlich einen Schalter machen und da abfragen, ob der Wert größer oder kleiner als 0 ist. Und je nachdem, wie das ist, kann man das eine machen. Aber ich dachte mir, dass wir vielleicht noch was anderes machen. Und zwar, dass wir mal einen neuen Block nutzen. Und zwar diesen Startblock hier. Man sieht schon, der hat im Gegensatz zu dem Startblock unten so einen Eingang. Und der kann entweder wahr oder falsch sein. Der Startblock funktioniert hier so ähnlich wie diese Startblöcke in den Sensoren. Das heißt, hier kann man unten was eingeben und wenn das hier unten eintritt, dann wird das dahinter ausgelöst. Also der Block hier wird ausgelöst, wenn das hier unter wahr wird. Und wir wollen ja gucken, ob, oder wir wollen ihn auslösen, wenn die Person hinfällt, also wenn der Wert hier größer als 0 ist. Das heißt, dementsprechend können wir auch einfach einen vergleichenden Block machen. Gucken, ob das größer als 0 ist. Und wenn das der Fall ist, dann können wir eben die LED auf Rot schalten vom Hub und ein Geräusch abspielen, das auf den Hub hinweist. Ich finde jetzt das Geräusch ganz gut, hier von dem Haus Nummer 8, aber man kann da das nehmen, was man möchte. Das sind dann persönliche Vorlieben. Und damit steht das Programm eigentlich schon. Allerdings möchte ich, dass, wenn man das Programm neu startet, die LED grün wird, sodass sie nicht einfach nur rot bleibt, sobald man das einmal hatte. Und dementsprechend mache ich hier noch einen zweiten Stab. Oder einen zweiten Stabblock, der sofort ausgeführt wird. Und dann mache ich das Ganze grün. Aber ich würde sagen, dann probieren wir das Programm mal aus. Wenn ich jetzt den Hub umkippe, dann sieht man, dass die Farbe nach kurzer Zeit rot wird. Es gibt eine kleine Verzögerung, weil wir die Position benutzen. Und eine klingelt auch immer wieder, weil es immer wieder ausgelöst wird, solange der Hub liegen bleibt. Als kleine Verbesserung könnte man jetzt eben noch mit der LED blinken, wenn der umgekippt ist und die dann wieder, vielleicht auch einfach wieder grün schalten, wenn er wieder aufgerichtet wird. Aber wie das geht, das überlasse ich mal euch. Ich denke, das kann man schon so selber hinbekommen. Von der Basis dann erstmal das mit diesem Teil. Vielen Dank fürs Zusehen. Der nächste Teil kommt dann Mittwoch um 15 Uhr. Hoffentlich bis zum nächsten Teil vom Programmiertutorial und tschüss.